Holster Review, Double Alpha PDR Pro 2 Kydex Holster, passend für die 1911er Plattform. Kosten liegen für dieses Holster beim sportshooter.de bei 76,50 Euro und es gibt es für unterschiedliche Modelle. Wie man hier sehen kann an diesem Holster, habe ich unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Ich habe hier hinten eine Schiene, mit der mithilfe ich die Position des Holsters in der Tiefe anpassen kann. Das heißt, ich kann es höher, ich kann es niedriger setzen. Aufgrund der Form des Gürtelhalters sieht man, dass das Holster auch leicht abgesetzt ist, so wie ich es eigentlich auch mag. Wir haben die Möglichkeit, hier oben über eine von außen ohne Werkzeug zu nutzende Rändelschraube, um den Ziehwiderstand einzustellen und hier unten im Mündungsbereich dann mit einem Kreuzschraubenzieher. Selbstredend, da es sich hier um ein Double Alpha Holster handelt, wird es auch an meine Double Alpha Pro Comp Koppel passen. Ein weiterer Punkt für mich wichtig, das ist eine persönliche Sache, ist, ich möchte, wenn ich ein solches Holster kaufe, dass ich beide meine 1911er da drin verwenden kann. Das bedeutet, ich habe zum einen meine Serie 70 Colt, die mit rundem Verschluss. Diese passt selbstredend ganz normal rein. Keine Probleme. Wie sieht es aber mit der Gold Cup aus? Auch die Gold Cup passt in dieses Holster hervorragend rein. Wir haben hier oben, und das ist die Problemstelle an dieser Pistole, haben wir ja diese Anti-Flimmer-Schiene auf dem Schlitten und die ist eine Erhöhung. Und viele Passformholster sind nicht dafür ausgelegt, aus Platzgründen Waffen, Pistolen der 1911er-Plattform mit dieser Schiene aufzunehmen. Gleiches Problem kann einem zum Beispiel auch bei der CZ75 passieren. Wenn man eine neuere Generation nimmt, die oben auch diese Schiene mit drauf hat, kann das zu einem Problem führen. Aber in diesem Fall Double Alpha, es passt. Um nun dieses Holster an der Koppel anzubringen, brauche ich Werkzeug. Ich brauche Imbusschlüssel. Leider war jetzt bei diesem Holster der passende Imbusschlüssel nicht dabei. Bei dem Alpha X von Double Alpha war das Werkzeug dabei. Ist ein bisschen schade, aber gut, kann man auch mit leben. Ich denke mal, ein bisschen Werkzeug hat jeder zu Hause. Um das Holster nun anzupassen, benötige ich, wie bereits erwähnt, ein Gesamtwerkzeug. Schade ist hier wirklich, dass das Werkzeug nicht mitgeliefert wird. Bei dem Alpha X fand ich das richtig gut, dass das gesamte Werkzeug eigentlich dabei war, dass wenn ich auch unterwegs bin und ich möchte eine Einstellung vornehmen, dass ich da nicht extra einen Werkzeugkoffer mit mir rumschleppen muss. Aber okay, es ist wie es ist, da muss man jetzt halt einfach durch. So, um jetzt zum Beispiel die Neigung einzustellen, brauche ich einen Imbus und damit löse ich diese zwei Schrauben hier. Einfach nur ein bisschen lösen, nicht viel. Ich kann diese Kantung so rum wie auch so rum. Ich stelle es jetzt einfach mal komplett gerade ein. Ich würde auch hier diese Schrauben nicht allzu fest ziehen. Einfach nur so, dass es an Ort und Stelle bleibt. Um jetzt die Höhe auf dieser Schiene, ich habe die Schraube schon mal gelöst, einzustellen, brauche ich ebenfalls eine Imbusschraube und ich habe einen sehr, sehr großen Einstellspielraum. Ich kann es also sehr hoch einstellen, ich kann es aber auch sehr niedrig einstellen. Ich werde versuchen, das nachher an der Koppel nochmal darzustellen, dass man auch wirklich diesen Höhenunterschied sieht. Ich packe das Ding jetzt erstmal so tief, wie es nur irgendwie geht. Die Schraube zum Fixieren dazu befindet sich in diesem Loch hier drin und einfach wieder festziehen. Es läuft hier über einen kleinen Schwalbenschwanz. Um dieses Holster jetzt an der Koppel anzubringen, muss ich zwei Schrauben schon mal rausnehmen. Damit ich diese Blechteile wegdrehen kann. So, ich habe jetzt hier über diese Einsätze kann ich jetzt auch nochmal zusätzlich die Position des Gürtelhalters einstellen.
ob es ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger an der Koppel positioniert ist. Oder halt mittig. Ich nehme es jetzt einfach mal mittig. Oder je nachdem, welche Koppelbreite ich habe, kann ich die auch weglassen. So, es wird einfach hier eingesetzt. Lösen. So, dann kommen diese Blechplättchen wieder an Ort und Stelle und die rausgelösten Schrauben werden festgeschraubt. Ich werde die jetzt nicht allzu fest machen, denn A, müsste das Holz jetzt in der Position noch mal ein bisschen nachjustiert werden. B, möchte ich nicht, dass die Dinger jetzt hier ein bisschen verbogen werden. So, aber selbst das sollte jetzt eigentlich sogar ausreichen, um das Ding tatsächlich an Ort und Stelle zu halten. So, und jetzt sieht man auch, wenn ich das jetzt mal hier an der Koppel mal darstelle, wie tief das Holster jetzt tatsächlich hängt. Möchte ich das Holster höher positionieren, löse ich das und schiebe es entsprechend nach oben. Das heißt, ich kann dieses Holster tatsächlich individuell anpassen. Es wäre für mich allerdings schon viel zu hoch. Das heißt, ich gehe damit wieder komplett runter. Inwiefern jetzt diese Montage tatsächlich auch für andere Double Alpha Holster zu verwenden ist, kann ich im Moment nicht sagen. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass das geht. So, ich habe das Holster jetzt angelegt. Ich nehme jetzt meine Serie 70 und sie ist geholstert. Ziehwiderstand ist in Ordnung, könnte ein bisschen enger sein. Aber das Ziehen und Wiederholstern geht super einfach. Es ist für mich eine neue Position, deswegen sieht es vielleicht erst ein bisschen beim Wiederholstern bisschen hakelig aus, aber hervorragend. Dasselbe nochmal mit der Gold Cup. Auch hier sitzt super und lässt sich ein bisschen schwieriger ziehen. Das heißt, hier kann man aber wunderbar bei unterschiedlichen Waffen, unterschiedliche Stärke, weil es kann ja mal sein, dass der Abzugsbügel ein bisschen dicker ist, kann ich einfach das ein bisschen anpassen und dann geht's. So, und jetzt selbst hier, ich habe etwas geknautschtere Klamotten an. Selbst wenn ich jetzt mein Hoodie oben drüber ziehe, sieht man, dass es hier wunderbar oben drüber bleibt, ohne dass ich irgendein Geknautscher habe. Das heißt, es ist sehr gut tragbar. So, wie gesagt, Double Alpha PDR Pro 2 Holster, Kosten 76,50 €. Interessiert euch dieses Holster für eure 1911er oder für eine andere Waffe, schaut bei sportshooter.de vorbei. Die haben für verschiedene Waffen dieses Holster im Angebot. Links zu dem jeweiligen Holstermodell findet ihr in der Videodescription.